hier sind und dass sie aus ihren Erfahrungen berichten. Und mit musikalischer Unterstützung ist natürlich umso schöner. Wir freuen uns auf den Abend. Ich hatte es gerade schon gesagt, Frau Hüser, Sie haben es gefunden. Wir haben Wasser, wir haben Kaffee zur Selbstbedienung. Und wer möchte, kann auch, wenn wir dann in der Pause machen, haben Sie ja gerade gesagt, wir machen eine kleine Pause. Da gibt es auch noch einen leckeren, selbstgemachten Kuchen von unseren Kollegen. Das heißt, es muss ja keiner hungern, während dazu hört. Es würde auch gar nicht großartig viele Worte verlieren wollen. Wir finden es toll, dass Sie den Kontakt aufgenommen haben und dass Sie eben auch hier aus Ihrem Leben berichten. Das ist nicht selbstverständlich. Und das wissen wir zu schätzen und wir freuen uns. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ja, erstmal ja auch herzlich willkommen von meiner Seite und Dankeschön für die Möglichkeit, diesen Raum anzubieten, heute hier über mein Leben zu sprechen, ohne Geld und auf der Straße, und fürs Interesse, fürs Kommen, vielen Dank. Und Philipp Hoffmann auch vielen Dank, dass er hier dabei ist und uns, also mich musikalisch unterstützt mit Vagabunden und alten Landstreicherliedern. Dankeschön. Ja, also ich wollte sagen, wie kommt es, dass man auf der Straße lebt? Ne? Das Phänomen, also ich habe 9 Jahre ohne Wohnung gelebt, 1 Jahr tatsächlich wirklich auf der Straße und 2 Jahre im Wagen, in einem ausgebauten LKW und dann noch 6 Jahre bei Menschen, die mich eingeladen haben. So, und manchmal überlege ich mir jetzt noch, ja, warum ist das eigentlich passiert und so, und habe dann festgestellt, ja, ich war als Kind schon immer auf der Straße, also habe auf der Straße gespielt und bin nur nach Hause zum Essen, musste da pünktlich zum Essen kommen und habe mich da auch irgendwie zu Hause gefühlt, glaube ich, mehr auf der Straße als bei meinen Eltern zu Hause. Auf jeden Fall, ich habe mich auf der Straße immer zu Hause gefühlt, habe ich dann gemerkt. Das war irgendwie für mich so normal, entsprach auch meinem inneren Lebensgefühl so, also auf der Straße zu Hause zu sein. Wo war das denn? Das war dann in Frankreich, in Südfrankreich. Ich komme darauf noch zu sprechen. Ich erzähle jetzt erstmal, wie kam ich dahin? Wie kam das, dass ich dahin kam, dass ich in Südfrankreich praktisch ohne Geld auf der Straße gelebt habe? Ne? Also grundsätzlich möchte ich noch mal sagen, also es war auch so, ich hatte als Kind, hatten meine Eltern ein Buch, das heißt Die Kinder der Welt. Und da waren Kinder aus der ganzen Welt abgebildet, auch Straßenkinder, die im Alter von 6 Jahren schon dicke Zigarren rauchen und so. Und ich habe gemerkt, dass mich das fasziniert hat und irgendwo auch unbewusst beeinflusst. Ich fand es immer irgendwie faszinierend, dass es auch Menschen gibt auf dem Planeten Erde, die ganz anders leben als wir hier in der zivilisierten Gesellschaft. Und ich habe auch in Brasilien gelebt 6 Jahre und war da auch hatte mit Straßenkindern zu tun, wurde da auch überfallen. Also es zieht sich so ein bisschen durch mein Leben, dieses auf der Straße sein. Genau. Also ich sag mal zu diesem Phänomen, dass man ohne Wohnung lebt. Grundsätzlich sage ich immer, man ist da leicht drin in der Situation, aber man ist nur sehr schwer wieder draußen. Und ich selbst brauche auch sehr viel Hilfe, um da wieder rauszukommen. Ich sag mal, eine Sache ist noch wichtig zu wissen. Ich war vorher schon mal obdachlos im Jahre 98, 99 in München. Ohne Wohnung, habe mal hier, mal da gelebt und irgendwann bin ich auch in einem Obdachlosenheim gelandet. Und da ich dieses kannte, wie ist das, wenn ich in ein Obdachlosenheim gehe, wenn ich in der Situation bin? Und dann ist es passiert, dass ich eben wieder wohnungslos wurde. 10 Jahre später, witzigerweise, alle 5 bis 10 Jahre kam ich in die Situation, ohne Wohnung dazustehen. Da wurde ich nicht aufgenommen. Das war dann also in Würzburg, wollte ich in so ein Heim für Frauen in schwierigen Situationen und wurde abgelehnt. Und diese Ablehnung hat mich sehr belastet, mir sehr viel ausgemacht und hat mich eben dahin geführt, dass ich das auch ausleben wollte. Also dass ich das einfach leben wollte, dieses wohnungslos
sein. Ja? Es war dann so, 2008 habe ich meine Wohnung zum falschen Zeitpunkt aufgegeben und hätte eigentlich nur eine Woche, einen Monat gehabt zwischen Aufgabe der Wohnung im Schwarzwald und neuem Zimmer in Würzburg. Und aus diesem Monat wurden 9 Jahre. Also das nur mal, was alles so passiert kann im Leben. Ja? Dass ich jetzt ohne Geld unterwegs war, das will ich jetzt auch noch kurz erzählen. Das war so, das war ein Traum von mir. Also der Traum, der war eigentlich, den hatte ich schon 5 Jahre vorher. Und habe gedacht, Mensch, es wäre doch toll ohne Geld und so. Und saß aber in der teuren Wohnung in München, also gar nicht dran zu denken. Und mein Leben hat mich dann aber eben in eine billigere Wohnung geführt, die ich dann eben aufgegeben habe. Ich habe dann angefangen zu reisen innerhalb von Deutschland und so. Und denke, oh Mann, mir geht es viel besser. Und habe dann auch so ein bisschen gedacht, ich brauche ja gar keine Wohnung, ich bin ja eh nie da. Aber das war ein Trugschluss, keine gute Idee. Ich sage auch, niemand macht es mir nach. Ja? Ich sage nur, wenn es passiert, kann man trotzdem noch irgendwas Schönes draus machen. Dann war es so, irgendwie bin ich zum Glauben gekommen und habe angefangen, im Neuen Testament rumzulesen. Und da stand in der Offenbarung des Johannes, also da steht es immer noch, was passiert am Ende der Tage, dass alle Leute nur noch mit der Zahl des Tieres 666 kaufen und verkaufen können. Und was Schreckliches passiert mit den Leuten, die diese Zahl annehmen. Und da dachte ich, oh Gott, das will ich aber gar nicht. Und dann habe ich ausprobiert, wie funktioniert es, ohne Geld zu leben. Also das war auch noch ein wichtiger Aspekt bei dem ganzen Experiment, sage ich mal. Dann habe ich so ein bisschen auch in der Nachfolge Christi gelebt. Wer mir nachfolgen will, verzichte auf alles, was er hat. Und ich hatte einen Freund, damals in Würzburg, der ist auch ohne Geld durch Deutschland gewandert und hat darüber geschrieben. Und der hat mir erzählt, dass man in Frankreich die Leute, die kein Zuhause haben, keine Wohnung haben, im Süden des Landes überwintern. Da dachte ich, oh, interessant. Ja, außerdem, ein Hintergrund war, ich habe ein Buch, was vielleicht die eine oder anderen kennen, durchgearbeitet. Das heißt, Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Also ist auch noch ganz wichtig, war ein wichtiger Aspekt in meinem Leben, weil da habe ich alle Abhängigkeiten aufgegeben. Also Rauchen, Trinken, was weiß ich, Fernsehen, alles Mögliche. Also deswegen, ich war dann auch drogenfrei, weil ohne Geld kriegt man eigentlich fast alles, aber keine Drogen. Meine Erfahrung, ja. Also das noch als Hintergrund. Und ja, was passiert ist, es war dann einfach so, ich stand dann da ohne Wohnung und habe mich einfach führen lassen und mein Leben hat mich nach Südfrankreich geführt. Und zwar dahin, wo Maria Magdalena auch gelebt hat. Also ich sage das jetzt einfach so, und zwar in Aix-en-Provence hauptsächlich. Da bin ich dann irgendwie auf Umwegen gelandet und habe dann eben, ja, es gab dann Situationen, vorher hatte ich natürlich Angst, ne, am Anfang, oh Gott, mein Geld, ich hatte vorher Rente, Erwerbsminderungsrente, die lief dann aus zum 31. Dezember des Jahres, oh, wie wird es weitergehen? Und dann habe ich aber gesehen, Mensch, die Mülltonnen von Supermärkten quillen über, ja, dann kann ich mir ja ganz einfach Essen da besorgen. Und also das hat mich dann selber auch sehr beruhigt, muss ich sagen, weil am Anfang fiel mir das schon auch schwer, plötzlich in einer ganz neuen Situation, kein Zuhause mehr. Ja, ich habe geschrieben, ich schreibe Tagebuch, seit ich 12 Jahre alt bin, also schon praktisch immer. Und das habe ich da auch gemacht. Und da das alles so faszinierend war, was passiert ist, habe ich das auf dem Blog aufgeschrieben. Da hatte mir dann jemand gesagt, in Aix-en-Provence, da und da kannst du hingehen, in die Bibliothek, auch ohne Ausweis, kannst ins Internet gehen, kostenlos. Und da habe ich mich dann hingestellt, also das war dann im Stehen, ne, am Computer, und habe mein Tagebuch abgetippt und habe den Blog Vagabundenblog genannt. Und das war dann also
2009, nachdem ich ein halbes Jahr schon so gelebt hatte, ohne Geld, auf der Straße, in Aix-en-Provence, und dachte, boah, das ist so faszinierend, ich möchte es weitergeben. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Und so kam das zum Vagabundenblog. Und dann habe ich eben nach 10 Jahren, also ich habe den dann runtergeholt, also so sieht es aus. Da sind auch noch Exemplare als Taschenbuch, kann man dann nachher auch mitnehmen für 9,99. Auf jeden Fall, ich habe es dann erst mal 10 Jahre im Internet gehabt, auch als PDF-Datei, und habe 2020 im März, als das mit Corona losging, habe ich das dann als Buch veröffentlicht. Genau, weil ich dachte, boah, jetzt ist diese Zeit gekommen, wovon immer die Rede ist. Aber man kann es auch immer noch kostenlos runterladen, ne? Man kann also, es immer noch kostenlos runterladen. Ja, stimmt, ja. Hey! Also, man kann es hier in Buchform kaufen, aber ja, man kann es auch kostenlos runterladen. Ich reiße jetzt trotzdem mal nach dieser langen, langen Vorrede das Wort etwas mal gerne an mich. Ja. Weil die Vorstellung, also ich versuche mich auch noch mal ganz kurz vorzustellen. Ja. Mein Name ist Philipp Hoffmann, ich bin Straßenmusiker und habe vor vielen Jahren, ja, vor 15 Jahren ungefähr, meine Ausbildung als Opernsänger gemacht oder als klassischer Sänger eigentlich. Und ich bin von Geburt an sehr eingeschränkt und dieses ist aber in meinem Leben noch ein bisschen schlechter geworden. Vor der Zeit, wo ich die Musikausbildung gemacht habe, habe ich auch mal eine Zimmermannsausbildung gemacht und dies ist mir aber sozusagen verwehrt worden, das sozusagen weiterzumachen, aus verschiedenen Gründen. Kurz und gut hatte ich dann meine Musikausbildung gemacht und das war eine staatliche Ausbildung in einem Internat in Nürnberg und ich bin aus diesem Internat rausgeflogen, weil ich mich einfach auch nicht so dauernd an Regeln, teilweise unsinniger Art, wie es manchmal in einem Heim und Einrichtung manchmal auch so ist, nicht immer halten konnte oder so. Da bin ich halt rausgeflogen und war dann in Nürnberg mit dem, ja, mit relativ wenig Klamotten, also mit so Sommerklamotten hatte ich an, so Kleidung, und war dann mit dieser Kleidung, ich glaube, 8 Monate da obdachlos, habe aber noch gleichzeitig die Musikausbildung zu Ende gemacht, ohne im Internat schlafen zu dürfen. Also habe praktisch morgens ganz normal meine Gesangsstunden absolviert und bin nachmittags auf den Bahnhof gegangen oder irgendwie abends auf den Bahnhof gegangen und habe da irgendwo geschlafen. Und auch mit verschiedenen Leuten dann einfach in Kontakt gekommen. Und ja, und dann bin ich dann nach Kassel zurück und war hier auch noch eine Weile obdachlos. Dieser große Kreis, den erzähle ich deswegen, weil damals auch, auch obwohl meine Mutter in Kassel lebt, aber manchmal ist es ja so, dass man zu direkten Verwandten gar nicht so bittstellerisch tätig werden kann, dass man sagt, dass man irgendwie es schafft, da, ich habe jetzt nichts zu essen oder so. Und da bin ich hier zum ersten Mal in das Panama gekommen. Das war ungefähr, ich würde sagen, 2009, 2010 war ich hier mal 1,5 Jahre auch Dauergast. Nicht ständig, weil ich es nicht auch nicht immer geschafft habe, aus psychischen Gründen. Manchmal sind die Schicksalsgemeinschaften, die, so nenne ich das immer, die ganzen Menschen, die man begegnet, wenn hier ganz viel los war, manchmal war das mit zu viel. So, aber egal. So, und danach, nach der Musikausbildung, habe ich mir dann Harmonika angefangen beizubringen, zu spielen, also vor ca. 10 Jahren oder 12 Jahren. Und habe dann 10 Jahre lang, 12 Jahre lang etwa auf der Straße Musik gemacht und habe mich Landstreicherliedern zugewendet. Also Lieder fahrender oder obdachloser Menschen, die, was weiß ich, aus dem 19. Jahrhundert sind,
teilweise mit teilweise mit, aus, mit Gaunersprache oder mit dem Rottwelsch verwandten Sprachen. Also manche Worte versteht man nicht so gut. So, das als kurze Einleitung. Hoffentlich war das kurz genug. Ich muss immer gucken, dass ich dass es lang genug ist, was ich erzähle, aber auch nicht zu lang. So, also gut. Vielleicht einfach mal ein Lied zum Eingewöhnen. Ich war doch so jung und war doch schon so arm. Kein Geld hatte ich im Beutel, das Gott sich meiner warm. Da nahm ich meinen Stab und meinen Mäntelsack und pfiff das Vaterunser den lieben langen Tag. Als ich kam gegen Heidelberg heran, da packten mich die Bettelvögt von vorn und hinten an. Der eine packt mich hinten, der andere packt mich vorn. Bei ihr verdammten Bettelvögt, so lasst mich ungeschoren. Sie brachten mich gleich zu Bettelvogtens Haus. Da schaute schon der Spitzbub zum Fenster raus. Ich trieb mich gleich herum und schaut nach meiner Frau. Ei, du verdammter Bettelvogt, wie schön ist deine Frau. Da packte den Bettelvogt ein grimmiger Zorn. Er ließ mich gleich werfen, wohl in den tiefen Turm, wohl in den tiefen Turm, bei Wasser und bei Brot. Ei, du verdammter Bettelvogt, krieg du die schwere Not. Den Degen, den er trägt, den trägt er nicht zurecht. Das ist nur eine Waffe für einen alten Schinderknecht. Das ist von altem Eisen zu brechen seine Not. Wenn Tippelbrüder fechten, nur ein Stückchen Brot. Wenn Tippelbrüder fechten, nur ein Stückchen Brot. Das ist ein Lied, wie es, also über eine Geschichte, die, wie es sie sozusagen damals ja auch schon gab. Man ist obdachlos auf der Straße und wird von Polizisten oder polizeiartigen Institutionen sozusagen aufgegriffen wegen, was weiß ich, Vagabundierens oder zum Beispiel, was ich auch interessant finde, in den Kasseler Straßenbahnen hängt immer noch ein Schild, also das wird in die neuen Bahnen auch immer wieder reingemacht, ein typisch deutsches Schild, da steht drauf, Betteln und Hausieren ist hier verboten. Nicht eigentlich ein Skandal, dass es dieses Schild immer noch gibt. Und das wird mir manchmal, wenn ich in die Straßenbahn einsteige und der Fahrer meinen, ich wollte da drin spielen, ich mache das meistens nicht, nur bei großer Aufforderung, dann wird mir gesagt, Betteln und Hausieren ist hier verboten. Also nur mal so, das passt irgendwie in den geschichtlichen Kontext. Ja, und dieses Lied war über den Bettelvogt und der Bettelvogt, das war ein Vogt, der immer die Obdachlosen, die man nicht haben wollte auf der Straße, schon in der Zeit der Fürsten und Könige und Kaiser, die dann eingesammelt hat und die dann ins Gefängnis gekommen sind oder aus dem Teil des Fürstentums verbannt worden sind in ein anderes, wo sie wieder in Gefängnis gesteckt worden sind und immer so weiter. Ne? Also das machen wir jetzt so kurz. Ja, danke.
Tolle Stimme. Ja. Tolle Stimme. Er hat eine sehr schöne Stimme. Ja, danke schön, lieber Philipp. Also, da fällt mir ein, weil das Lied handelt ja von Wasser und Brot, ne? Bei Wasser und Brot, das haben mir eben auch Leute erzählt, da hat sich schon viel geändert, weil früher die Menschen ohne Zuhause, ich nenne obdachlose Menschen ohne Zuhause, weil ich finde, das ist nicht so, da stempelt man die Leute nicht so ab. Also früher haben die wirklich nur Wasser und Brot bekommen und heute gibt es auch andere Sachen zu essen. Das finde ich. Heute gibt es ja sogar Espresso, das gab es damals ja nicht. Also damals gab es nur Kaffee und Tee. Ja. Genau, also dann fange ich mal an, ein bisschen vorzulesen von dem, was ich mir ausgeguckt habe. Also wie gesagt, ich habe dann in Aix-en-Provence gelebt, auf der Straße, war dann auch in so einer Einrichtung wie hier dort, habe mich da auch angemeldet, also als postalische Adresse, ne? Kann man ja Gott sei Dank. Und jetzt lese ich Ihnen vor, was da alles passiert ist. Also ich habe in dem Jahr, also auf der Straße, im Winter in Treppenhäusern geschlafen. Also ich hatte dann schon also erstens mal kannte ich dann schon irgendwann ein paar Häuser, wo die Tür offen war und bin dann immer hoch und zwischen dem letzten und vorletzten Stock habe ich mich dann da auf den Absatz gelegt, damit ich nicht irgendwie im Freien bin. Also ich habe tatsächlich nicht auf der Straße geschlafen, sondern habe mir immer wo einen Platz gesucht, wo ich geschützt war und auch nicht ganz im Kalten oder so. Ne? Also, 10. September 2009. Ein Unglück kommt selten allein. Aktuelle Stimmung angepisst. In der Stadt übernachtete ich mal wieder im besetzten Haus und unterhielt mich mit einem anderen Mitbewohner, den ich auch schon lange vom Sehen her kannte. Also mich hat dann tatsächlich jemand eingeladen, dort im besetzten Haus seinen Platz einzunehmen. Er hat gesagt, ich gehe jetzt da raus, magst du nicht da für mich praktisch leben? Genau. Und dann bin ich dahin, also es war noch ganz am Anfang, ich war noch sehr verunsichert auch. Ne? Es war für mich eine neue Erfahrung. Er ist ein eher ruhiger Zeitgenosse und ebenso einer von der angenehmeren Sorte. Ich war erleichtert. Unternimmst du Amtsgänge? Fragte er mich. Ich mache gar nichts, habe ich alles hinter mir. Jetzt lebe ich einfach so, ohne Geld. Das ist mir momentan lieber. Ich habe auch so gelebt, erzählte er, ohne jegliche Hilfe. 4 Jahre lang. Ich bin immer durchgekommen. Nicht mal einen Personalausweis hatte ich. Aber dann dachte ich ans Alter, dass das nicht ewig so weitergehen kann. Als er meinte, es ist jetzt dein Zimmer, fiel mir ein Stein vom Herzen. Denn ich wusste ja nicht, ob die anderen Bewohner des Hauses mich akzeptieren würden, nachdem mich ein ehemaliger Mitbewohner einfach so angeschleppt hatte. Ich schob die Matratze vor die Tür, so konnte ich gut schlafen. Also es war alles offen da, jeder konnte eigentlich rein und ich hatte auch da immer irgendwie Angst und ein schlechtes Gefühl in diesem verlassenen Haus. Es war einfach ein verlassenes Haus, alles war rausgerissen, die Rohre und so weiter, ne? Es gab kein Wasser mehr. Ich schob die Matratze vor die Tür, damit keiner reinkommen konnte. So konnte ich gut schlafen. Bin allerdings leicht gerädert aufgewacht, so als wäre die Matratze doch nicht so besonders. Vor dem Jugendzentrum traf ich einen der Menschen ohne Zuhause, den ich inzwischen ein wenig kannte. Was machst du da drin eigentlich immer? Fragte er mich. Internet. Internet? Das benutze ich schon lange nicht mehr, seit 5 Jahren. Nach dem Surfen im Internet sprach ich mit einem Mann, der mich eindringlich angeschaut hatte. Ich bin ohne Zuhause und wohne im Wohnmobil, erzählte er mir. Ich reise herum,
habe mir aber jetzt hier eine feste Adresse zugelegt. Ich halte es mit Nietzsche, der sagt, wenn man nicht 2/3 der Zeit am Tag für sich hat, ist man ein Sklave. Arbeitest du? Nein. Also bist du kein Sklave. Irgendwann bezeichnete er mich als Baba Cool. Das wären die, die nicht nur äußerlich Hippies wären, sondern ihre Überzeugung auch lebten. Der Typ hatte jedenfalls auf alles eine Antwort und sprach ohne Unterlass. Mir wurde es bald zu viel. Vor allem mir anzuhören, dass er jetzt in sein Wohnmobil ginge, um sich etwas zu essen zu machen, wo ich selbst gerade nicht wusste, was ich essen würde. Er mich also voll laberte, anstatt mich einzuladen, mit so Leuten kann ich nichts anfangen. Die nächste Nacht schlief ich wieder an meinem Schlafplatz am Parkplatz. Also ich hatte tatsächlich einen Schlafplatz, also außerhalb, an einem verlassenen Haus, am Hauseingang. Also es waren ein paar Treppenstufen und dann war genau 1,40 Meter mal 2 Meter, wo eine Matratze reinpasste, die ich gefunden hatte. Und es war überdacht, also es wurde nicht nass, aber es war außerhalb. Ne? Ich konnte dann, wenn ich aufgewacht bin, mir die Zypressen anschauen. Und, also es war eigentlich ganz idyllisch da. Aber, genau, nur bis an diesem Tag. Also da habe ich tatsächlich längere Zeit übernachtet in Aix-en-Provence. Die nächste Nacht schlief ich wieder an meinem Schlafplatz am Parkplatz. Bis auf einmal um 6 Uhr morgens ein Mann kam und mich aufweckte. Haben Sie keine Angst, sagte er. Ist das ein Squat oder was? Also Squat ist auf Französisch und Englisch besetztes Haus. Was ist das hier? Nichts. Da kann man doch sicher reingehen. Ich bevorzuge draußen zu bleiben. Er verschwand in die Richtung, in der ich meine gefundenen Sachen untergestellt hatte. Also ich habe immer ganz viele Sachen gefunden, also ich habe tatsächlich in den Mülltonnen geguckt und habe da ganz viel, vor allen Dingen Klamotten gefunden und habe die dann da stockiert, sag ich mal. Also in einem anderen Treppeneingang überdachten hatte ich dann mehrere Taschen mit diesen Klamotten, ja. Ich hörte einen Knacken. Er versuchte einzubrechen. Es wurde hell. Irgendwann hörte ich ihn vorbeigehen und dachte, er sei verschwunden. Als ich später wieder aufwachte, schlenderte er jedoch grüßend nochmal an mir vorbei und ich sah beim Inspizieren, dass er all meine Sachen durchwühlt hatte. War ich ja schon gewöhnt, kam öfters vor. Der Decke nach zu urteilen, die auf dem Boden lag, hatte er dort geschlafen. Im Laufe des Tages wusste ich eins. Dort würde ich heute Nacht nicht mehr schlafen. Ich hatte keinen Bock auf nächtliche oder morgendliche Besucher. Kann man sich vorstellen, ne? Wenn man da nachts, also morgens um 6 geweckt wird. Ich wollte ein paar Sachen wegbringen, die vom Flohmarkt übrig geblieben waren. Also ich habe dann die Sachen, die ich gefunden habe, angefangen auf Flohmärkten zu verticken, damit ich wenigstens ein bisschen, ein paar Einnahmen hatte. Also ich habe tatsächlich nicht ganz ohne Geld gelebt, sondern mit 88 Euro im ganzen Jahr. 2009 habe ich 8 Euro pro Monat ausgegeben. Und da habe ich eben auf Flohmärkten meine Sachen angeboten. Zum Teil habe ich dann gesagt, irgendwann mal alles gratis. Und dann haben die Leute mir gegeben, was sie wollten. Jeweils so 1 Euro pro Kleidungsstück oder so. Ja. Also ich ging deshalb früher als gewöhnlich nochmal dorthin, zu dem Ort, wo ich übernachtet hatte. Es hingen Zettel überall. Privatgrundstück. Es wurde Anzeige erstattet. Nehmen Sie Ihre Sachen bis 4. September 2009, 12 Uhr weg, sonst wird alles geräumt. Der 4. September, das war der nächste Tag. Ich war schockiert. Ich brachte also wie beabsichtigt die Sachen weg
und schaffte fast alles, was ich behalten wollte, in das besetzte Haus, in dem ich dreimal mit Sack und Pack mit meinem Wägelchen, das dabei langsam kaputt ging, hin und her lief. Also ich hatte so ein Wägelchen, ne, wo ich die Sachen transportieren konnte, aber mit so kleinen Rädern, und die Räder, die gehen halt mit der Zeit kaputt. Ne? Die Anzeige, das war sicher durch den Typ, der vorbeigekommen war oder wegen ihm zustande gekommen. Er war bestimmt neidisch auf meinen schönen Schlafplatz mit Matratze und Plüschtieren. Also ich hatte ganz viel Plüschtiere gefunden, die habe ich dann da am Bettende, am Kopfende drapiert. Also ich habe es mir da richtig schön gemacht. Ja. Egal, das Ergebnis war das gleiche. Ich musste weg. Am nächsten Morgen brachte ich nochmal zwei Ladungen zur Wiederverwertung weg und das war's. Also zum Roten Kreuz oder so, ne? Den Rest ließ ich mit einem Zettel da, dass die Sachen zum Spenden bestimmt sind. Die Matratze legte ich ein Stück weiter hinter einen Hügel ins Gras und dann wollte ich weg. Nur weg. Es war genug passiert. Ich packte meinen Rucksack und auf ging's Richtung Berge. Lange genug hatte ich in der Region verbracht. So lange, dass ich mich selbst schon gewundert hatte. Also das war jetzt so ein Teil von Aix-en-Provence, und ich bin dann immer, wenn es mir zu viel wurde, ich merkte, oh nee, ich will jetzt nicht mehr, dann bin ich die Alpen hochgetrennt, habe mein Finger rausgestreckt und bin da hoch, genau. Und jetzt darfst du gerne wieder ein Lied spielen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ich wegtrempe. Ja, ja, man sieht jetzt mal. Solange wie die Kesselfingerei noch blüht, solange hat es keine Not. Und was ein richtiger Kesselflicker ist, der verdient überall sein Brot. Und lötet er des Tags so hübsch und fein, so muss des Abends auch gelötet sein. Eine Zange und ein Stückchen Draht, das ist sein Handwerkszeug. Und wenn er auch viel Arbeit hat, so wird er doch nicht rein. So zieht er quietschvergnügt von Haus zu Haus, wenn neue Stauben sind und wir uns aus. So ziehen wir quietschvergnügt von Haus zu Haus, wenn neue Stauben sind und wir uns aus. Am Abend will der Pennebos den Schlaf dies von uns haben. Und was noch übrig ist vom Moos, legen wir in Sorrow an. So ziehen wir quietschvergnügt von Haus zu Haus, wenn wir gestorben sind, holen wir uns aus. Dankeschön. Das ist ein Lied über die Kesselflicker. Die Kesselflicker waren damals früher auch so ein ziehendes Gewerbe, was überall Kessel und Pfannen und alle möglichen Sachen für kleines Geld, so wie die Scherenschleifer für kleines Geld herumgezogen sind und Scheren und Messer geschliffen haben, waren das sozusagen die Ärmsten, die immer auf Wanderschaft waren und ganz ohne Geld. Du hast ja sozusagen Flohmarkt gemacht, das ist ja so ähnlich, sozusagen ganz ohne Geld geht es ja dann auch immer nicht, leider. Und und dann kommen in dem Lied ein paar Sachen drin vor. Also der Pennebos ist da, wo man schläft, will den Schlafkies von uns haben, also will halt Geld von uns haben. Oder was war noch ein Wort, was nicht so was übrig ist vom Moos. Also Zorow zum Beispiel, was übrig ist vom Moos, legen wir in Zorow an. Zorow ist ein altes Wort oder ein Wort der Gaunersprache für Schnaps, sozusagen. Ne? Bleibt ja nicht aus, dass man
Also ich habe es zumindest in der Zeit, wo ich obdachlos war, war ich nicht drogenfrei. Also ich habe auf jeden Fall getrunken und auch geraucht und auch manchmal viel gehungert. Und wenn man viel hungert, dann ja, hilft einem manchmal das Rauchen auch. Ne? Also dass man nichts essen muss, aber raucht halt. So war das halt für mich. Aber immer nur mal so kurze Einwürfe aus meinem, ja. Ich will ja eigentlich singen und nicht euch zu viel erzählen. Vielleicht spiele ich noch einen und dann, also. Wir drei, wir gehen jetzt auf die Walze, verloren in die weite Welt. Die tiefe Leier Gott der Halse, weil uns das Wandern so gefällt. Ein Schuhkörper und ein Schlaheidau und auch ein Stadtratschlaheibau. Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Und kommen wir in einen Flecken, heio, dann fällt der Fechten an. Schnell sollten wir den Wander stecken und klopfen an bei jeder Mann. Denn hier wohnt alter Verwandter, der abgebaute Staatsbeamten. Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Und kommen wir an den Nektar, dann sieht uns manchmal ein Gendarm. Schnell klaufen wir in einen Schober, sonst packt er uns ja noch den Arm. Denn er schwor seine Treue dem Staate stets aufs Neue. Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Dann klopft auch mal die Liebe an. Für die, die ungern weiterziehen, steht hier und da ein Fenster an. Und schlagen früh die Flinken, dann tun wir auch mal winken. Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie. Gute Nacht, auf Wiedersehen, Marie heißt das Lied. Und die Marie ist das Geld. Die Marie wird im Volksmund sozusagen, da wird oft, das ist oft das Geld. Komischerweise, ich weiß es auch nicht genau, woher das kommt. In Österreich wird das mehr gesagt. Ja, vielen Dank. Ja, danke, Philipp. Schön. Und ich finde es schön, dass du auch ein bisschen erzählst von deinem Leben. Das haben wir gemein. Dieses Leben auf der Straße, wollte ich eben noch sagen, ist mir jetzt im Nachhinein auch aufgefallen, das ist eine gemeinsame Erfahrung, die man macht und man hat dadurch eine gemeinsame Basis. Also das merke ich jetzt auch ganz stark, seit ich wieder eine Wohnung habe, wie das oft fehlt mit Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Da fehlt einfach was für mich und deshalb freue ich mich immer über Menschen wie den Philipp, die diese Erfahrung eben auch kennen. Wie ist es, wenn man auf dem Nullpunkt einfach mal eine Zeit lang gelebt hat. Genau. Sehr schön. Ja, und jetzt ist es, habe ich eine Stelle ausgesucht. Da war ich dann also schon ein Jahr lang
praktisch in Aix-en-Provence und so die Alpen hoch und runter. Und es war dann der zweite Winter, den ich da war. Und es hat angefangen zu schneien. Und ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, dass auf der Straße zu sein, wenn es schneit, ist irgendwie nicht so prickelnd. Ne? Genau. Also, 27. Januar 2010. Von Höhlen und anderen Menschen. Aktuelle Stimmung vital. Ich schaffte es tatsächlich, die Stadt mal wieder zu verlassen, da es jetzt wieder geschneit hatte und ich einfach gerne in den warmen Süden reisen wollte, nach Spanien. Ich hatte die Schnauze voll vom kalten Winter. Den kleinen, bunt geschmückten künstlichen Tannenbaum brachte ich ins Vagabundenwohnheim, wo sie sich über das Geschenk freuten und mir einen Sandwich machten, da das Mittagessen gerade vorbei war. Den Armeeschlafsack ließ ich in meinem Versteck und trampte los. Also ab und zu mal bin ich dann auch in so ein, also in Frankreich ist es so, es gibt Übernachtungen, so Notübernachtungen für die Nacht und am nächsten Morgen steht man um 7.30 Uhr auf der Straße, egal wie kalt oder warm es ist, ob es regnet oder schneit. Und dann gab es eben noch das Vagabundenwohnheim. Also ich habe das immer so nett umschrieben, ja. Und da konnte man dann 3 Tage übernachten und musste nicht nächste Nacht raus. Und ich bin dann ab und zu mal, habe ich mir das gegönnt, wie ein Hotel sozusagen, mal 3 Tage irgendwo zu sein. Und daher kannte ich die Leute und die haben mich auch nett behandelt, wie man sieht. Ja, also dann trampte ich los Richtung Spanien und also fuhr weiter in die nächste Großstadt, stieg aus, lief um 2 Ecken, als mich ein Typ mit einem kleinen Hund ansprach. Was machst du hier? Tourismus? Leben? Du bist gerade angekommen? Genau. Das war in Perpignan, Stadt, naja, nicht so weit von der spanischen Grenze entfernt. Das hier ist Babylon. Warum kommst du nicht mit ein bisschen raus aufs Land? Ich wohne dort zusammen mit Freunden in einer Höhle. Höhle? Das klingt fein. Und zwar habe ich in den Alpen immer eine bewohnbare Höhle gesucht, aber keine gefunden. Und jetzt war ich da am Fuß der Pyrenäen und plötzlich erzählt mir jemand von der Höhle. Juhu! Ich will nur einen Verstärker für meine Gitarre kaufen, sagte er. Dann fahre ich zurück. Kommst du mit? Da lernst du Leute kennen, die so leben wie du. Warum nicht? Eine Höhle bekam man nicht alle Tage angeboten. Ich fuhr mit. Zuerst mit dem Bus, dann noch ein gutes Stück per Anhalter. Ich bin in Brasilien geboren, also eigentlich Brasilianer. Ich heiße George. Und du? Michelle. Wie lange lebst du schon so? Seit 1 Jahr lebe ich ohne Geld und seit 5 Jahren reise ich fast ständig umher. Ich bin wie du, mit dem Rucksack unterwegs. Lebe so seit 28 Jahren. War 14 Jahre in Brasilien per Anhalter unterwegs im ganzen Land. Also tatsächlich lernt man halt viele Leute so kennen, die ähnlich leben. Ne? Das ist das Faszinierende an dieser Lebensweise. In Brasilien ist das etwas anderes wie hier. Dort ist es warm. Ich komme aus dem Süden Brasiliens. Meine Eltern waren Holländer. Aber ich spreche kein Holländisch. Ich bin Gitarrist. Ich mache Musik auf der Straße. So wie du. Manchmal zusammen mit einem Freund. Heute Nacht schlafe ich im Wohnmobil eines Freundes. Er hat mir seinen Schlüssel gegeben. Da kannst du mit mir übernachten und morgen siehst du weiter. In einer kleinen Stadt in der Nähe gibt es sogar ein Heim, wo man schlafen kann und einen Platz zum Frühstücken. Du kannst dann einfach die Gegend erkunden. Nach der Ankunft gingen wir in die Dorfkneipe am Platz, wo diverse Freunde von George versammelt waren. Ein Engländer setzte sich zu mir.
Er trug einen langen, bunten, selbstgestrickten Schal und eine Pudelmütze. Meine Frau bekommt gerade ein Baby. Es ist mein drittes. Ich habe schon zwei, erzählte er mir. Als die Bar schloss, gingen wir noch kurz zu ihm, wo ich seine Frau kennenlernte, die sich jedoch bald zurückzog. Wir gingen zum Wohnmobil und ich machte es mir bei einer Kerze gemütlich, während George nochmal zum Gitarrespielen verschwand. Draußen lag noch ein wenig Schnee. Also ich war jetzt da am Fuß der Pyrenäen, hat es auch geschneit, ja. Am Morgen verdünnisierte er sich wieder für eine Weile, dann kam er, um seinen Rucksack zu holen. Auf, auf! Ich will ja nicht den ganzen Tag am Wohnmobil verbringen. Ich gehe zum Duschen. Es gibt einen warmen Wasserfall am Fluss. Ich ging mit. Wenn er lief, war er mir grundsätzlich um einiges voraus. Ich kam kaum hinterher. Es gibt zu viel Wasser im Moment, sagte er, als wir angekommen waren am Fluss. Man kann den Fluss mit kaltem Wasser nicht überqueren. Es ist nichts mit Duschen. Da drüben ist die Höhle. Du kannst dorthin gehen und Leute kennenlernen. Wenn du mit mir zusammen bist, lernst du niemanden kennen. Mich hast du auch alleine kennengelernt. Außerdem bin ich schnell und du langsam. Das nervt mich. Es regt mich auf. Das passt nicht zusammen. Ich habe viel zu tun. Ich mache die Dinge gerne schnell. Wenn ich sie langsam mache, habe ich das Gefühl, ich komme nicht voran. Bei mir ist es umgekehrt, erwiderte ich. Wenn ich schnell mache, habe ich das Gefühl, ich trete auf der Stelle. Also so unterschiedlich kann das sein, ja? Ich mag dich gerne, sagte er, und ich habe dich mit hierher genommen. Aber die Gegend musst du selbst erkunden. Dann gehe ich mal zur Höhle. Bis später. Die Höhle war nur ein Felsvorsprung. Gar keine richtige Höhle. Ich war enttäuscht. Ein Mann lag dort im Schlafsack und Decken gehüllt auf dem Boden. Hallo, ich bin Michelle. George hat mich hergeschickt. Ich habe ihn gestern in der Stadt kennengelernt und er hat mich mitgebracht. Er war vorhin hier und hat mir von dir erzählt. Ich bin Olivier. Gehen wir ins Dorf einen Kaffee trinken. Auf der Terrasse der Kneipe trafen wir George, den Engländer, eine Amerikanerin und einen Halbamerikaner neben diversen anderen lustigen Gesellen. Laute Hippies. George lud mich zum Kaffee ein. Also ich hatte das Glück, es ist ja ein romanischsprachiges Land, da ist es ja üblich, Frauen einzuladen. Das war mein Glück. Dann gingen wir alle um die Ecke und setzten uns aufs Trottoir zum Sit-in. Der Halbamerikaner wohnte dort und brachte einen Campingkocher zum Kaffeekochen. Es gibt noch eine Höhle mit jungen Leuten weiter oben und noch andere Höhlen. Hoppla, hab vergessen, mein Handy auszuschalten. So, das haben wir erledigt. Es gibt noch eine Höhle mit jungen Leuten weiter oben und noch andere Höhlen. Aber die Höhle der jungen Leute ist voll. Als wir unseren Kaffee tranken, kam einer der Höhlenbewohner vorbei. Es gibt einen Platz bei uns. Wir sind vier und fünf passen bei uns rein. Es gibt einen Platz bei Ihnen, rief George mir zu. Den würde ich mir gerne anschauen. Okay, ich komme gleich wieder vorbei und nehme dich mit. Also jetzt bin ich tatsächlich in der richtigen Höhle dann gelandet. Paul kam in Kürze und wir machten uns an den kurzen Aufstieg durch den Wald. Er war sehr schweigsam, wie auch die beiden anderen, die nachkamen. Diesmal war es eine richtige Höhle. Sie war der Hit. Genau wie man sich eine Bleibe der Hippies in den 60er und 70er Jahren vorstellt. Mit einem aus einem Ölfass gefertigten Ofen in der Mitte, den Paul gleich anmachte, als wir ankamen. Vor ein paar Tagen
war es minus 10 Grad und es hat 40 Zentimeter geschneit. Aber wir haben ein großes Feuer gemacht und so haben wir davon nichts gemerkt. Zwei dicke Decken dienten als Türen. Also das ist tatsächlich üblich, ne? Kreisen von Menschen ohne Zuhause, wenn keine Tür da ist, eine Decke einfach hinzuhängen. Er hält tatsächlich Wind ab. Einmal angekommen, wollte ich gar nicht mehr gehen. Das einzige Problem war, dass es in der Höhle nicht viel Licht gab, weder am Tage noch bei Nacht. Also es gab ja da keine Fenster in der Höhle, ne? Hatte ich alles vorher nicht bedacht. Es fing bald, nachdem wir da waren, an zu regnen und hörte gar nicht mehr auf. Ich verkroch mich in die Hängematte, bis die Tropfen sie zur Hälfte nass machten. In der Mitte neben dem Ofen bildete sich langsam eine dicke Pfütze. An anderen Stellen tropfte es in einem Fort herunter. Wenn es lange regnet, steht hier alles bis auf die Schlafplätze unter Wasser. Also das war meine erste Erfahrung in der Höhle. Und jetzt habe ich gedacht, wenn du magst, kannst du noch ein Lied spielen und dann machen wir eine Pause. Zehn Minuten Pause? Passt das für euch? Okay.